so sehen wir die. Den. Macht zackig. Aber hier ist es so wie in den Schlag. Moment. Einmal kommen wir nochmal hoch langsam. Ja. 21, 22, 23. Ja.
ich immer noch verarscht bin. Vergangen und wir haben hier heute die Möglichkeit, den toten Vogel da unten zu wecken und gleich mal gucken, ob wir das nicht hinbekommen. Er hat ja sich für dieses Jahr eine komplett neue Decke zugelegt. Hübscher Kerl, jetzt geht's los. 1, 2, 3, ja genau. Seine Qualität, unser Kinderprinz, Prinz Fabian der Erste. War der Zweite, das haben wir schon wieder vertan. Aber dafür ihre Lieblichkeit, Prinzessin Asindia Carina, die Erste. Natürlich ist auch nochmal, ich glaube, bei beiden Prinzenpaaren wird es gleich sein, mit einem gerütteten Maß Wehmut nach einer Zeit, die sicherlich sehr schön war. Darf ich Ihnen aber auch vorstellen, unser Essener, noch amtierendes Essener Stadtprinzenpaar, seine Autorität, Prinz Marc, der Erste. Und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Asindia, Katja, die Erste. Da nutzen wir auch jetzt so ganz kurz mal die Zeit, mal nachzufragen, wie hat euch eure Karnevalssession gefallen? Also ich fand sie sehr schön. Sie hat mir super gut gefallen und ich hatte sehr viel Spaß. Mir ging es genauso. Ja, mit Carina an meiner Seite, mit Carina hat es besonders viel Spaß gemacht, weil sie immer total lustig ist. Ja. Ja, weil sie lustig ist. Hat ja was. Aber ich denke, euch beide werden wir noch lange im Karneval sehen. Ich denke, das ist das, was für uns auch wichtig ist. So, mein Lieber. Fast der letzte Bühnenauftritt, oder ist der letzte, ne? Dann wollen wir mal gucken, was die letzten 12 Monate gelernt hast. Hier ist das Mikro. Danke, wie es mir gefallen hat.
Okay. Ja, erstmal freuen wir uns beiden Prinzenpaare, dass so viele Leute überhaupt heute hier hingekommen sind. Ja, zurück zu unserer Zeit. Wir hatten eine super tolle Zeit mit vielen tollen Leuten, die uns während der Zeit begleitet haben, uns überhaupt die Möglichkeit gegeben haben, als so junges Prinzenpaar dieses Jahr die Session so zu gestalten, wie wir sie gestaltet haben. Wir wünschen dem nächsten Prinzenpaar und natürlich auch allen Karnevalisten in Essen eine wunderschöne nächste Session. Ganz, ganz viel Spaß im Essener Karneval. Und wir hoffen, alle anderen, die nicht in den Verein sind, wie du gerade schon gesagt hast, in der nächsten Session vielleicht in einen Verein beitreten, sodass der Karneval in Essen nie aussterben wird und wir immer eine große Karnevalsfamilie sein werden. Meine Prinzessin ist sprachlos und das ist auch in Ordnung. Ja, ich darf zum letzten Mal heute im Onat ausrufen, rufen wir mir aus auf den Essener Karneval, ein dreifachkräftiges Essen! Ja! Alle Vereine in Essen! Ja! Karneval! Ja! Dankeschön! Ja, euch auch herzlichen Dank. So, dann wollen wir mal hier schauen, wir haben ein paar Ehrengäste hier. Ich darf auf die Bühne bitten unseren Oberbürgermeister Reinhard Pass. Herzlich willkommen. Selbstverständlich möchte ich auch begrüßen unseren ersten Bürgermeister Rudi Jelinek. Herzlich willkommen, Rudi, wenn du möchtest, komm gerne hier oben rauf. Und von der CDU-Fraktion darf ich den Ratsherrn Herrn Scholz begrüßen. Herzlich willkommen. So, meine Lieben, ich denke auch... ihr habt euch eine Meinung bilden können über unsere Prinzenpaare. Wenn ihr da auch eine Kleinigkeit zu sagen würdet, würde uns das sehr freuen. Ja, mache ich doch gerne. Lieber Peter Sander, liebe Prinzenpaare, Tollitäten, Narrinnen und wie heißt die weibliche Form? Närrinnen. Also, es ist ja schon eine Zeit lang her, dass es Aschermittwoch gab und eigentlich habt ihr seit dieser Zeit nicht viel zu tun gehabt, aber ich habe nichts vergessen, was ich vorher erlebt habe. Und ich fand es wirklich hervorragend, wie sich unsere Prinzenpaare geschlagen haben, wie sie Termine wahrgenommen haben, die es fast nur ein Oberbürgermeister machen kann, bei dem vollen Terminplan. Aber vor allen Dingen, was auch gut ist, wir sehen, dass es Nachwuchs für den Karneval in Essen. Das ist was ganz Tolles. Das habt ihr gut hingekriegt, also weiter so.